Willkommen zurück zu Omega Strike. Beim letzten Mal haben wir uns in ganz tolle Minen hineingekämpft. Und heute müssen wir mal zusehen, dass wir hier auch irgendwie was ganz Tolles dafür finden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir schieben erstmal wieder hier irgendwie Steinchen durch die Gegend, weil das haben wir inzwischen gelernt, wie das geht. Und wir haben ja auch den Bären befreit, sozusagen. Erweckt ja den Bären in dir, nicht den Tiger. Und hier in der Richtung waren wir jetzt bisher noch nicht gewesen, weil ich mir dachte so, ach ja, gehen wir doch mal in eine andere Richtung hin und sowas. Und der Ende vom Lied war, wir machen eine Aufnahmepause. So. Ist ja wieder so ein Mistding. Ja, ich laufe auch in jeden Schuss rein, das ist super. So. Geht doch. Vorsicht. Das ist ein toller Schuss, der auch irgendwo mal aufhört, das ist super. Haben wir den Käfer oben? Dieses mistige Mistgeschütz da, ne? Ich könnte da jedes Mal kotzen. So. Okay. So weit, so abartig. Wir gucken dann mal, wie wir hier gemütlich weiterkommen. Waren wir hier links schon? Ja, waren wir. Da haben wir, glaube ich, eine Kiste gefunden oder sowas. Oder es heißt, ein Lebenswürfel gewesen sein. Hier oben müssen wir jetzt hin. Hoffe ich. Kann ja aufhören zu springen. So. Den da hinten würde ich gerne nochmal erledigen, wenn er hier nochmal rumkommen würde. Bevor wir jetzt darüber gehen. So. Nochmal gucken. Ist ja gut. Ja, da hat jemand eine Granate gefunden. Wollte gleich mal wegwerfen. So. Den haben wir auch. Weil, was ich ja erwarte, ist eigentlich, dass wir hier Dex wiederfinden. Der Typ mit seinem Double Jump und sowas, weißt du? Ob das allerdings klappt, ist so eine ganz andere Geschichte. Aber man kann ja wohl mal hoffen. Na, geh weg. Ich hasse es. Kein Gold? Schade. Ich brauche kein Gold. So. Kriege ich natürlich nicht. Ja. Wo kommen wir denn raus, wenn wir jetzt hier runterspringen? Dahin, wo wir schon waren. Schade. Ich hoffe ja immer, dass man da irgendwo mal runterspringt und man findet dann irgendwie ein Secret oder sowas. Im Moment eher nicht so. Dann halt nicht. Dann mache ich dennoch das Beste draus. Auch wenn das Beste manchmal nicht reicht. So. Einfach mal über ihn rüberspringen. So. Und springen. Hey, geschafft irgendwie. Vorsicht, der Schädengeschütz. Noch eins, weil es so toll ist. So, ist hier irgendwas? Ne. Weil diese Ecke da war. Hoffe ich da manchmal, dass da irgendwie was zu holen ist. Ist es aber nicht. So, scheiß Käfer ist auch weg. Und der Bohrer hat ausgebohrt. Die Nase. Und wo auch immer. Sehr schön. Viel erledigt mit wenig Aufwand. Sowas mache ich gern. So. Gute alte Ninja-Rolle hilft mir hier noch zum Sieg, hoffe ich. So. Sehr schön. Bevor das Ding irgendwie was verschießen konnte, erstmal weg damit. Warum kann ich das jetzt hier verschieben? Ich verstehe es nicht. Das in die andere Richtung schieben macht ja auch keinen Sinn. Außer. Nicht, dass ich hier schon irgendwie was hätte erreichen können. Nee, schade. Okay.
Ach so. Ach so, okay. Na gut, kriege ich jetzt nicht mehr verschoben, okay. So. Das verstehe ich. Muss ich also hier auf eine Kante schieben. Und ich dann darüber springen kann. So. Geht doch. Alles gar kein Problem, wenn man versteht, wie es gemeint ist. Wenn es natürlich mehr nicht wäre. So. Natürlich nicht so hochgeklettert, wie ich es gebraucht hätte. So. Oh, jetzt ist da eine Münze. Ich will die Münze. Nee, ich krieg die Münze nicht. Nein. Ach, hier kann ich rein. Nee, seid mir eher welche. Okay. Verzichten wir auf die Münze, leider. Und sorgen mal lieber dafür, dass wir irgendwie wieder an Leben kommen. Das ist nämlich im Moment tatsächlich ein bisschen wichtiger als eine einzelne Münze. Da haben wir einen Speicherpunkt. Gut, hätte ich das gewusst, hätte ich auch noch versucht, irgendwie an die Münze zu kommen. Oh nein, eine Selbasttür! Oh mein Gott! Sieht aus, als wärst du dieses Mal in den falschen Tunnel gekrochen, Dreckskerl. Diese Mine wird dein Grab sein. Das ist noch ein einfaches Muster, das kriege ich noch so hin. Okay. Mist. Mist. Doppelmist. Aua. Was kommt da jetzt? 100.000 Bohrer. Aber ich glaube, unser Schadensupgrade war durchaus eine gute Wahl. Für das Maschinengewehr hier. Hätte schlimmer sein können. Okay. Der hält nicht mehr viel aus. Der ist dahin. Sehr schön. Hat sich ausgebohrt in der Nase. Ähnlich wie die anderen Bohrer, die hier manchmal rumlaufen. Und da haben wir Dex, so wie ich es gesagt habe. Der wird hier nicht in Säure reingesteckt. Held gerettet, Dex. Spezialfähigkeit, Doppelsprung. Gott sei Dank. Endlich, wurde auch Zeit. Dass wir endlich wieder die ganze Truppe hier beisammen haben. Yay. Penner. Noch so ein Penner. Allerdings muss ich hier natürlich bei denen hier aufpassen mit der Reichweite meiner Shotgun und sowas. So. Jetzt habe ich natürlich halt auch nochmal andere Möglichkeiten, die ich hier entlang gehen könnte. Ob das klappt, ist nochmal eine andere Geschichte. Wir haben ja hier auf jeden Fall noch viel zu erkunden, wenn ich mich nicht irre. So. War ich hier nicht schon? Tatsächlich, ich war ja schon. Okay. Das heißt, ich hätte nach rechts lang gehen müssen. Jo. Dann machen wir das doch. Gehen wir halt nochmal in die andere Richtung. Um dann irgendwie dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Na, weil wegen was muss, das muss. Macht das Sinn? Bestimmt.
elegant ausgewichen, wie immer. Hier muss ich. Ne? Ja. Müssten wir eigentlich mal bald hier ein Schadensupgrade für die Shotgun rausholen. Kommt es ja irgendwo ein Speilpunkt? Erst da oben. Das heißt, ich muss mich so ein bisschen hier in Acht nehmen. So, jetzt zum Thema ein bisschen in Acht nehmen. Kriege ich nicht. Jetzt muss ich nicht auf den kleinen Felsen. Aua, tut doch weh, Mann. Jetzt sterbe ich hier gleich noch. Wobei, ja gut, er hat halt gespeichert bei dem Bosskampf oder am Ende des Bosskampfes, ne, aber trotzdem. Genau, wir können einmal hier links lang. Da waren wir noch gar nicht anscheinend. Oh, komm. Na komm, komm her hier. So. Genau, hier kam ich auch gar nicht rüber. Theoretisch können wir auch in der Militärbasis jetzt noch einiges jetzt holen, wo wir vorher nicht rankamen. Ich glaube, das mache ich auch gleich, damit wir das so ein bisschen abschreiben können und sagen können, jo, das haben wir erledigt. Aber erstmal hier lebend rauskommen. Nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. So. Nach oben rechts aber haben wir auch noch nicht. Wir können aber trotzdem halt erstmal abspeichern, bevor wir sonst irgendwas machen, ne? Ich glaube, das wäre der sichere Weg. Na, wir warten. Ist ja hier schon alles gefährlich genug. Für meine Verhältnisse. Zum Glück muss ich nicht irgendwie Munition aussammeln und so ein Krams. Wir spielen auch nochmal sicher und gehen erstmal speichern. Bevor wir sonst irgendwas machen. Wie viel habe ich denn jetzt hier noch zu übersehen? 7 Lebenspunkte. Also 7 Lebensdinger. 4 Kisten. Das ist eine Menge. Und 3 Medipacks. Die Kiste ist ja da. Genau, da wollte ich ja irgendwie mal bei Gelegenheit irgendwie oben. Genau, da oben muss ich ja lang. Stimmt. Das ging ja nicht, weil ich ja zu scheiße bin. Das ist dann schon mal die eine Kiste. So, gespeichert, volles Leben. Ran an Speck. Oben sieht es auch so aus, als könnte man da noch irgendwas machen, aber da komme ich definitiv nicht hin. Könnte mich auch irren und da oben ist einfach nur Luft im Nichts. So, dann haben wir. Ja, gut, es geht da tatsächlich nicht irgendwo hin. Dann können wir mal nach links irgendwo weiter und nach rechts oben. Wenn das wahrscheinlich wenn nicht wäre. Weg. Du auch. Ich weiß auch gar nicht mehr, was jetzt hier war, weswegen wir hier nicht weiterkamen. Achso, ja, auch weil ich nicht hochspringen konnte. Dann ist ja gut. Siehst du wohl, ein Lebenswürfel mehr. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? 5. Da geht noch mehr. Aua. So, dann haben wir jetzt hier aber tatsächlich keine weiteren Wege, die für mich jetzt offensichtlich sind, wo wir weitergehen können. Wir gucken aber hier zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal rein.
Im Moment gehen wir aber erstmal in die andere Richtung.